Herzlich willkommen bei der Firma Zander in Freiburg. Mein Name ist Kaba Adanur. Ich befinde mich momentan im dritten Ausbildungsjahr als großen Außenhandelskaufmann. Ich erkläre euch heute den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik. Bei dem Beruf Fachkraft für Lagerlogistik handelt es sich um abwechslungsreiche Aufgaben wie auch Tätigkeiten. Wir fangen an mit dem Wareneingang. Der Wareneingang ist dafür da, um die Ware entgegenzunehmen, sowie auch es zu kontrollieren. Anschließend wird die Ware eingelagert. Nach dem Einlagern wird die Ware kommissioniert. Anschließend wird die Ware zur Verpackungsstraße rübergegeben. Die Verpackungsstraße ist dafür da, um die Ware zu verpacken und auch später auf die Tour zu bringen. Anschließend wird die Ware durch unseren eigenen Fuhrpark an unseren Kunden ausgeliefert. Mich kennt ihr bereits durch die ersten Videos bzw. durch die Begrüßungsvideos. Durch meinen Kollegen, den Kaba, habt ihr gerade erfahren, welche Tätigkeiten euch erwarten als Fachkraft für Lagerlogistiker. Nun blenden wir dir nochmal die wichtigsten Daten und Fakten an dieser Stelle ein. Die wichtigsten Daten und Fakten haben nochmal deutlich gemacht, was der Fachkraft für Lagerlogistiker genau macht. Damit das Ganze nicht nur in der Theorie bestehen bleibt, möchten wir mit dir einen kleinen Rundgang in der Praxis durchführen. So, da sind wir wieder nochmal zur Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, fangen wir mit dem Rundgang an, oder? Legen wir los. So, jetzt zeigen wir euch mal unseren Wareneingang, wo die Lkw-Fahrer hinkommen und wo die dann die Ware entladen. Okay, das kommt jetzt auf Termin. Hier haben wir unsere Terminregale. Zeigen wir an. Okay, 07, 01. So, das war jetzt der Wareneingang. Jetzt kommt ihr mal mit und ich zeige euch mal, wie es bei uns im Lager generell aussieht und wie es auch bei der Kommissionierung abläuft. Wie ihr gerade eben gesehen habt, wie die Ware kommissioniert wurde, wird sie hier an dieser Stelle verpackt. Zeige ich euch gerade mal schnell. Thank you.